mãe tem mais 4 quilos. Cuidado, Rui, ela vai pra aí. Toma. Eu quero o dobro. E a polícia foi tupi. Meu boneco é aqui. Ai. Sai. Ai, ai, ai. Ai, Nanu. Schnell. Deixa a tua irmã fazer. Ainda podes, é até aos três, Bia. Vai lá também. Isso é para ter três anos.
zweiter Tag. Hallo meine Lieben, ich bin im Fitnessstudio und die Sonne blendet. Ja, da ist noch jemand ohne Schminke. Ich sehe schrecklich aus heute, ne? Krass. Mit 30 Kilo. Ja, hier 10 Mal und dann ein bisschen ausruhen und dann weiter. Und ich hab, da ist jemand. Nochmal. Sie hat nur 10 Kilo. Ja, ja. 30 Kilo da. 30. Ja, ich melde mich dann später. Wir müssen noch zum Lidl, zu Kaufland. Ich hatte das bei die Lieber Lisa gesehen. Und ja, ich melde mich dann später beim Kaufland, wenn ich schaffe. Okay, bis dann. Tschüss. Ja, mein Lieben, ich war gerade bei Fitness, habt ihr ja gesehen, ich habe ein bisschen gefilmt und jetzt kommt der Food Hall. Ich hatte, wollte noch bei Kaufland filmen, aber habe ich vergessen. Ich vergesse immer alles und ich zeige euch jetzt, was wir da eingekauft haben. Ich drehe dann um und was wir da eingekauft haben von gestern, weil wir waren gestern auch noch bei Lidl und insgesamt so um die 80 Euro oder 90 sogar, mal schauen. So ungefähr hat der das Ganze gekostet und ich stehe jetzt um und ja. So, wir haben einmal von Kaufland die Weihungsstephan, die sind 12 Stück, aber die anderen sind noch im Auto. Haben wir erstmal 3 hier oben für jeweils 75, war im Angebot bei Kaufland, wie gesagt. Dann ja, alles gemischt, weil ich habe Kaufland und Lidl, habe ich alles hier. Schaut mal, wie viel das ist. Ja. Dann gab es bei Kaufland die Bitburger für 52 die Flasche, haben wir 4 Stück. Dann gab es die von Lidl, weil ich muss jetzt die trinken, laktosefrei, für 95, 2 Stück für mich. Und die normal für die Kinder mit 0,5 und für die Kinder auch normale fettarme Milch. Dann für meinen Mann Bio-Organic Drink-Vanille, Soja. Mit Vanille und hier ohne Geschmack nur Sojadrink für 95 auch. Dann hat sich die Bruna das ausgesucht. Reis, Bio-Reiswaffeln mit Salz für 99 bei Lidl. Dann einmal von Lidl auch 1,59 Euro. Banana Split Eis. Ist bestimmt sehr lecker. Muss ich noch im Gefrierfach tun. Cappuccino mit Karamellgeschmack. Angebot die Nachmacher von Oreo, aber sie schmecken genauso gut wie die. Spanien für 3,99 Euro, 700 Milliliter, 750 Milliliter. Für 8,80 Euro diese Jumpies mit diesen Kangaroos. Die Biatik mit die und die normal mit Paprika. Und heute habe ich die normalen 120% bei Kaufland gesehen für 1,59 Euro. Ganz schön teuer, ne? Dann gestern von Lidl auch die Peppa Pig Eis für die Bruna oder für die Kinder für 1,99 Euro mit Erdbeere, muss auch im Gefrierfach. Dann 2 Fusilli Nudeln von Barilla für 66 Euro bei Lidl, habe ich 2-mal davon. Und die auch noch die Doppelkekse Schokolade für 99 Euro. Dann 2-mal Kaffee, einmal 20 Stück drin mit Crema, das ist die Marke von Bella Rom von Lidl für 1,59 Euro. Und dann Gold noch, auch für 1,59 Euro. Dann vorhin bei Kaufland für die Beatrice Feldsalat für 77 Euro. Dann Spinatmix, vielleicht für mich heute Mittag, esse ich die gleich für 40 Cent. Und dann für meine Gemüsesuppe die Spinat, Babyspinat für 44 Cent. Kaufe ich immer, wenn die im Angebot ist. So, dann gibt es hier noch eine Gurke für 49.
Dann dieser Drink für meinen Mann, Protein-Drink mit 40% weniger Zucker, mit Erdbeer-Himbeere-Geschmack für 1,99. Ist 500 Gramm drin. Dann von Lidl gestern die Eier, den Mais für die Kinder. Sie essen das so gerne, kaufe ich lieber so in die kleinen Dosen, weil die große verbraucht man nie so schnell und die werden dann schlecht. Für 1,19 dann bei Kaufland heute Meerkornbrötchen 6 Stück von Classic für 62 Cent. War ganz viele heute im Angebot. Dann zweimal von Landliebe mit Haselnuss auch für 69 Cent. Haben wir 2 Stück. Da ist der andere. Und von gestern von Lidl Hühnerbrühe in Bio. Hatte ich gar nicht gesehen. Das Bio ist noch besser. Dann Schlagsahne für die Erdbeeren. Wir hatten gestern 3 Stück. Die waren für 59. 3 Stück. Wie gesagt, wir haben die noch zu und den anderen. Eine ist schon weg und die andere ist schon offen. Haben die Kinder vorhin gegessen. Da ist schon offen, weil wir haben heute Fisch gefrühstückt. Und ja. Für 1,19 Euro oder 29 mit 8 Scheiben. Und Salami. Normale Salami. Ist schon auch offen. Haben wir im Kühlschrank noch. Habe ich gar nicht rausgeholt. Da fehlt schon ganz viel. Dann hier Grillmeister anstatt 1,99 dann die 30%. Schmecken auch sehr lecker. Ich liebe sowas. Dann heute bei Kaufland die entdeckt von Aribo. 30% weniger Zucker. Diese Meerestiere oder Freunde. Für die Biathlisch. Dann mit Pinguins auch. Und den sauer, Aribo sauer mit diesen verschiedenen dann. Und gestern hat sich mein Mann was ausgesucht für die Kinder oder für ihn und die Beatrice, weil Bruna isst normal solche nur, manchmal isst sie die kleinen Gummibärchen, aber sonst nichts, mag sie nicht so gerne. Und die waren für 1,59 im Angebot. Dann gab es hier Brezeln von gestern, von Lidl, 9 Stück für 1,29 oder so, habe ich nicht, weiß ich nicht mehr. Dann Wellenschnittfilz für 1,49. Dann heute von Lidl die Sushi Family Platte. Ich esse sowas nicht, nur mein Mann. Anstatt 5,99 Euro 2,69 ist der gerne. Dann gab es bei Kaufland, hatte ich die auch und die für mich. Mal schauen. Und dann gab es diese kleine Figürchen umsonst. Und die anderen, ich habe nur die 3 Schokolade, weil die alle, da waren noch 3 verschiedene, aber die haben wir schon von Müller gehabt. Geholt bei Kaufland. Dann die auch gestern bei Lidl für 1,49 Euro. 2 Kilo Äpfel. Dann heute von Kaufland auch. Dieser Protein-Fitness-Quark für meinen Mann, 2 Stück mit Vanille für 25 und für mich mit Heidelbeere. Ja. Dann hat er sich das ausgesucht. Solche, die ich weiß nicht so, Breakfast-Drink mit Schokolade mit 15 Gramm Protein. Kann er dann zum Trinken, zum Frühstück dann trinken. 5-mal davon, einen hat er schon vorhin getrunken. Zu 1,20 Euro im Abverkauf und die für 1,70 Euro. Dann habe ich die da entdeckt in der reduzierten Ecke für 44 für mich diesen Brot von Lecken Urkorn Bäuerliches in Brot, 2 Stück wie gesagt. Dann gestern hatten wir diese Normalsemmel, 4 Stück davon haben wir schon gestern und heute gegessen, 2 Stück und dann 4 von dieser Proteinis. Auch haben wir 2 und dann Theaterbrot bis zu 69 und noch 3 Berliner für 1 Euro. Eine habe ich gestern gegessen, mein Mann, und die ist für Bruna für heute. Dann Käseflips von Lidl, von Kaufland zu 59. Dann normal Erdnussflips zu 59. Dann bei Kaufland von Golden Toast Süßkartoffelbrot. Sandwich für 6. Wollte ich schon länger probieren, aber für den Preis für 1,49 Euro war das mir zu teuer. Ne? Und jetzt
67 Cent. Die Normaltoastbrot von Lidl für Bruna, 69. Die Kinder, sie lieben sowas. 1,84 €. Dann Milchreis wollte ich mal kochen, weil ich habe auch bei Lisa Schnapper diesen Plov-Rezept gesehen und ja, wollte ich mal nachkochen, mal schauen, wie der schmeckt. Die sagt, sehr lecker, sah auch sehr lecker aus und ja, deshalb habe ich das mitgenommen, weil Milchreis mag ich nicht, für 59 Cent. Dann diese Butter-Karamell-Waffen für meinen Mann, für 1,49 € oder so. Dann von Kaufland, die Rosen, anstatt 3 Euro, 1,34 €. Gelbe Rosen, eigentlich schon ein bisschen kaputt, aber macht ja nichts. 89 Cent in Rot. Dann gab es noch bei Kaufland diese Kosmetiktücher für die Bruna, für den Zimmer. Und dann von Lidl noch diese Drinks, die trinken wir sehr gerne, mit 3 Liter drin. Einmal Karotten, Apfelkarotte und Apfel-Johannisbeer. Was dann von uns? Vierter Tag.